Oh Mann, ich ahne Böses. Lumpi trinket auf das Feendiadem. Willst du das Feendiadem benutzen? Ja. Ich dachte, du arbeitest jedes Wochenende. Oh Mann. 7 Tote. Ja. Dann müssen wir mal gucken, was da los ist. Helft uns, Hilfe. Sagt uns, was wir tun sollen, um unser Dorf fertig zu bauen. Ich stehe da schon wieder vor, genauso wie beim LP. Ja. Weißt du, was tun ist? Ja. Mann. Gut, dann werden wir mal gucken. Mist, Wir müssen auf jeden Fall noch einen zum... Genau, einen von Musik weg. Und ja, ich glaube, das reicht auch. Verstehe nicht, ob ich die Nahrungsmangel habe. Ich habe so viele eigentlich beim Jagen drin gehabt. Du hattest viele drin, aber du hattest noch mal eine rausgenommen, bevor wir, glaube ich, die lange Reise begonnen haben, weil du dachtest, dass das genug wäre. Aber ich weiß es nicht mehr ganz genau. Und, für 10 Cent übernachten. Ja, ich bin eigentlich fit, weil ich ja... Boah, ich habe die Steuerung auch nicht mehr ganz im Kopf. Du wolltest dir noch die Belohnung abholen. Von den 2 Feen, die noch da sind. Das war, glaube ich, auf der rechten Seite. Das war die Musik. So. Ending Game, ist es das? Was suchst du denn? Ja, das ist das Leben, wo ich gegen Gar gekämpft habe. Ah ja, okay. Finale beim Kampfturnier. Wer Tiger? Ja, 30. Das ist aber auch ein Never-Ending Game. Weiß nicht, vielleicht hatten sie das doppelt drin. Schloss im Himmel. Na gut, nochmal genug durchgeguckt hier. Denk dran, dir die Belohnung noch abzuholen. Ich glaube, die war unten rechts. Was ist das? Ich glaube, das war... Ich glaube, nur das Beste vom Besten. Ach, hier, der Waffenladen. Joa. Kostet ganz schön. Naja, wir haben ja das Geld. Ein Tigerhut. Wow. Mhm.
Können wir jetzt Abwehr ein bisschen erhöhen? Ist nur von Vorteil. Ja, auch wenn sie ein bisschen langsamer werden. Da war ich echt und noch nicht unten im Haus, war. Und rechts, wo du sagtest. War ich genau. Verpeilt. Und nicht das Geschenk, was du wolltest. Hallo, hier ist euer Geschenk. Ihr kriegt Klugfrucht. Aber eigentlich habe ich es klar und deutlich gesagt. Ich sagte ja, ich hab's nicht kapiert. Ich hab nicht gesagt, dass du schlecht erklärt hast. Okay, gut. Macht ja nichts. Ich habe nur einmal komplett Mega Man 1 durchgespielt in etwas 50 Minuten. Ja. Das ist auch eine reife Leistung. Ohne Game Over auch noch. Auch eine gute Leistung. Ja, das ist vor allen Dingen das Beste daran, dass du es ohne Game Over gemacht hast. Und diesmal habe ich es auch wieder festgehalten. Komplett ohne Fehl. Ich gucke hier mal ein bisschen mit Kämpfen. Fabrik, oh ja, schön. Wie sich das mit dem Essen verhält bei den Feen. Ich muss einfach mein Feendorf wieder stabil kriegen. Ja. Mach am besten so, ich glaube, 2 oder 3 Kämpfe und dann gucken wir nochmal nach. Ja. Ach ja. Die Ei-Ei-Ei Kämpfer. Eine Eibande. Und das ist jetzt eine Rührei-Bande. Oder? Und hat ihr in den letzten Tagen mit Jenny gesprochen über Skype oder so? Mit Jenny? Joa. Aber ich denke, es hat mir auch mal ganz gut, irgendwie nur eine Zeit für mich zu haben. Donnerstag meine ich. Das braucht man einfach, ab und zu mal. Oh ja. Gleich einen Beutel gefunden. Ja, und ich wette, bevor ich ihn erreiche, kommt ein Kampf. Das ist doch immer so. Deswegen ja. Schlechteste Feiertag von allen. Ja, das fällt allerdings nicht unter die arkane Magie. Ich weiß. Also ich glaube, wenn der gleich nicht stirbt, dann wird er Rache einsetzen. So, hier. Aber kann es sein, dass ich gerade mein Kampfteam gleich dabei habe, sondern ein einfach zusammengestelltes? Nach dem Durchspielen? Ich glaube ja. Ich weiß es aber nicht. Ich meine, Schaltnina müsste ich gar dabei haben. Wieso nicht mit Frauenpower arbeiten? Boah. 44 erst bin ich vom Level? Ich dachte, ich war schon 50. Nee, du hast es ziemlich früh geschafft. Na, ja, ist schon wieder zu stark. Deckel. Im Angeln. Ah ja. Gut, ein Kampf hier noch und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal im Feendorf vorbei. Ja. Und wenn das Feendorf stabil ist, gehen wir zum Angeln über. Oh, aber wenn Mann. Ich vielleicht letztes Mal was anderes geplant hatte zu machen. Also mir ist das egal, ich lass mich überraschen. Wozu du Lust hast. Ja. Bams. Ray. Töten. Ich glaube, er sagt gleich zu Befehl. Eins Arschlag. Hey, Muttertier. Genau, hallihallo. Wollte ich gerade sagen, aber macht ja nichts, du warst schneller. Eins Arschlag. Yeah, Volltreffer. Gott, dann gucken wir mal im Feendorf vorbei. Ich finde die Eins immer noch beschissen.
Sieht immer noch viel zu sehr nach einem L aus. Kampf Nummer 4. Also wenn ich beim Angeln bin, das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel dann raussuchen werde später. Jo. Und dann auf YouTube mache. Das hier ist ja einfach nur ein allgemeiner Stream und dann machst du einen Highlight-Stream oder wie auch immer. Ja, dann setze ich einen Highlight, genau. Bams. Und... Fertiger. Schattenlauf! Treffer! 318 Schaden. Jo. Und Jenny hat wieder was verpeilt und kommt erst jetzt auf die Idee, Hallo Kosmos zu schreiben. Obwohl AFK. Nee, nicht AFK. Oh, Kosmos ist noch da. Ah ja, gut zu wissen. Krache! Yeah! Ach, ich habe mal irgendwie gerade auf etwas Lust. Ich dachte nur übertreiben. War doch nicht. Sieht bestimmt gut aus. Puffko. Immer noch das Beste. Ach so, mach dich noch fertig. Gut. Gut zu wissen. Na scheiße, der Vertiger macht glaube ich jetzt Finito. Madonna. Oh doch nicht, macht er nicht. Du kannst so eine Fähigkeit einsetzen, yeah. Aura. Und Aura besiegt die. Wumm. 1154. Danke, dass ich auch sagen darf. Okay, gut. Ich sag nicht, ich betreib ein bisschen. Macht doch nichts. Also ich sag mal so, ne? Früher war's, also jetzt beim ersten Mal durchspielen, oder beziehungsweise danach auch, war's echt extrem schwer, über die dreistellige Zahl zu kommen. Und jetzt, BOOM! Kampf Nummer 5! So, machen wir mal hier den Puff-Go. Finde ich immer noch witzig. Ist immer noch falscher Name. Vor allem meine Energie, ne? Man merkt, dass das jo. Nicht geplant ist, eine vierstellige Lebenszeit zu haben, so richtig, glaube ich. Ah, ja. So, so wie die Zahl über den Balken geht. Wechsel irgendwas, keine Ahnung. MP-Tausch. Ja, anscheinend. Wow, die ziehen ja dreistellig ab, aber... Drache. Ach ja, der heilt sich ja automatisch um einen. Ich glaube, durch die Kampfformation, oder? Ich denke mal ja. Wird ja auch stark. Wie sieht das überhaupt mit den Meistern aus? Haben wir die eigentlich alle? Ich glaube nicht. Ich finde das geil. 1000 bei jedem Gegner. Wow. Stark gewonnen. Yo. Ich glaube, wir machen noch einen ab für einen Level up für Nina und dann geht's glaube ich weiter. Ja, dann schauen wir mal bei den Feen vorbei. Und dann gleich 5 Tote. Nein, nur Spaß. Da wird keiner mehr sterben. Pyro. Was? Das war nicht witzig. Ich weiß, dass das nicht witzig war. Gucken wir mal nach. Hallo, drückst du auch mal, Denker? Okay. Tanz um den Kreis. Naja, toll. Da auch noch spielen, wenn du Lust hast. Das bräuchte ich schon mal. Das ist schon mal gut.
Ja, wir wissen immer noch alles und es hängt immer noch von uns ab. Ja, schön. 21. Sieht doch gut aus. Ja. 21. Wir haben 5 Kämpfe gehabt und haben 7 Leute in der Jagd. Bei, ich glaube, 13 Feen oder so. Mal was gucken hier. Dragnir. In unserem Drachenreich. Ich muss nochmal irgendwann einkaufen gehen heute. Haben wir ja genug Zeit. Der Tag ist noch lang. Wer weckt mich aus dem Schlaf? Du bist Leo. Der Tag ist also wirklich gekommen. Ich bin der alte Drachengott Ladon. Ich weiß, was du tun musst. Brauchst du meine Hilfe? Ja. Sehr gut. Ich gehe in euch schlummernden Kräften zum... Was? Ich hab mich verlesen. Ihr seid bereit, das zu erhalten, was ich euch geben kann. Warte mal gerade im Stream darauf, was ich nochmal lesen kann, was da stand. Boss, meine Hilfe, das hatte ich gelesen, ja. Ich sehe die in euch schlummernden Kräfte zum Leben erweckt. Okay, das war das. Jo. Seid bereit, dass du halt, was ich euch geben kann. Gut. Ah, Fall, ja, Imitai. Willst du mich vorher eben? Willst du nicht vorher mal eben gucken, wer schon fertig ist? Von denen? Ja, aber ich guck mal. Ich wusste nicht, dass das auch ein Meister ist. Ich schon. Gut zu wissen. Also ich glaube, war das dann der letzte oder? Gucken wir mal im Camp nach. Ja, Camp, genau. Boah, ich bin so aus dem Bock. Naja, ich habe noch so ein paar Erinnerungen drin. Ich habe zu viele verschiedene andere Sachen im Kopf in letzter Zeit und deswegen. Meisterliste ansehen. Wer hat denn alles einen Stern? Da ist halt. Zwei fehlen noch. Glotto und Ladon. Ladon, weil er jetzt. Voll ist fertig. Wer fehlt noch von denen? Einer fehlt doch noch. Ist eigentlich irgendwer bei Ladon schon drin? Bei Ladon hast du glaube ich noch keinen drin. Definitiv nicht, okay. Dann kann derjenige, der bei Fahl ist, da rein. Bei Fahl? Wer ist denn das? Ich glaube, es war Ray. Ich glaube, Rio war bei Dice oder so. Ja, falsch. Im Drachendorf. Ich vergesse den Namen. Dragonir. 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 Dragonir, muss ich mir merken. Gut. Oder ich nenne es einfach weiterhin Drachendorf. Von mir aus. So, nochmal ansprechen hier und dann ist Jenny mal AFK. Okay, gut zu wissen. Bis bald, Rio, mein Kind unserer Hoffnung. Noch jemand da, der meine Hilfe sucht? Ja. Fahl, Ray. Ray, genau. Dann gebe ich Ray etwas von meiner Kraft ab. Noch jemand da, der meine Kraft sucht? Nein. Oder doch, eigentlich schon. Lebt wohl. Meine Mutter hat Master Cosmo geschrieben, ich weiß nicht, ob Cosmo noch da ist. Falls ja, du da ist, weiß ich jetzt, dass er was zu lesen hat. Okay, gehen wir nochmal zur Fabrik zurück. Naja, das war auf die vorherige Nachricht bezogen. Ich weiß, worauf das bezogen war. Aber nur halt, dass du Bescheid weißt, dass meine Mutter geantwortet hat. Joa. Mal schauen. Können wir nochmal eben was nachgucken.
Also auf jeden Fall ist sie noch drin in der Liste. Okay, jetzt ist Nina schneller geworden, wie mir scheint. Dann macht sie Charme. Rio. Oh, meine Mutter haut ab. Stehen. Wirklich? Und Lindern. Hey, der hat Kraftfutter. Stimmt. Und Charme erleichtert das Klauen. Ich weiß. Das kenne ich nicht. Ah, dann ist gut. Ich hatte ja erwähnt, dass ich am... Ja, genau. Kraftfutter. Gut. Plündern. Nix tragen, ja, weil ich schon geklaut habe. Ja. Und ich kann auch mal meine Angriffspunkte um einen erhöhen. Yeah. Volltreffer. Das ist zum Beispiel Highlight, wird wieder, weißt du? Was? Könnte das. Naja, das ist halt ein Punkt. Ach, obwohl, das kennen wir ja schon, ne? Ja. Das kennen wir. Da hatten wir schon genug Spaß mit. Genau wie die Zombies, die sich selbst heilen. Oh ja. Und du ja auch schon so ein Special-Video gemacht hast. Genau. Suizid-Zombies. Ja. Naja. Wollen sich halt heilen. Wollen sich was Gutes tun. Mhm. Eine Eibande und ein Kochei. Also wer sich damals die Namen ausgedacht hat, schöne Fantasie. Schutz. Als ob das noch was bringt. Gibt eh gleich Rührei. Ach nein. Ein kleines Ei. Oder auch nicht. Nicht mit mir. Das Gute ist ja wirklich, dass die sich alle immer heilen. Ausrüsten. Armreif, Schamanenring. Lebt ja immer noch. Stirb. Ray hat ja auch bald einen neuen Level ab. Mhm. Wo willst du hin? Oh, ein bisschen zurückgehen. Ach so. Wollte gerade sagen. Wieso soll ich in die Wüste des Todes? Warum nicht? Und wieder rum, bis ich sterbe? Ja. Du wolltest ja noch irgendwann mal alle Schätze suchen. Ja, wenn ich sie noch nicht habe. Was ich bestimmt noch nicht alle habe. Wir haben keinen einzigen gefunden. Du hast noch nicht alle. BB. Warner Brothers. Warner Brothers. Ah ne, bei Cosmo war es B-Klein. Bei mir aber nicht. Bei dir war es beides groß, deswegen Warner Brothers. Yep. Aber auch an dich. Welcome back. Na. Einkauf noch, da gehe ich noch mal ins Schwedorf und gucke, wie sich das mit dem Futter verhält. Boah, ich denke mal positiv. So. Charme. Stehlen. Lönnern. Ach, da. Ach, herrlich. So berechenbar.
dazu sage ich jetzt friss, friss und friss. Friss, friss. Okay, gehen wir mal ins Wehendorf. Vielleicht haben die einen Schnitzel. Gut, gucken wir mal. So. Guck mal im Badezimmer. Nichts Neues am Straßenbrett. Okay, keine neuen Fee geboren. Aber wie viel Essen hast du noch? Da bin ich jetzt mal gespannt. Falsch geschätzt. Ja, eindeutig falsch geschätzt. Aber das waren vorher auch 21 gewesen. Dann musst du eine andere Fee, glaube ich, in reinpacken. Gefunden, ja, Tyro, schaffst du mal. Woher zum Henker wusstest du das? Arkane Magie! Ich sag nichts mehr. Ich hasse Ariane Magie, hau ab. Okay, gut. Und jetzt nochmal korrigiert, Arkane Magie. Ja, ich wollte das mit K geschrieben, statt mit C hätte. Ist vollkommen egal. Ich hab's verstanden. Scheiß Korrekturding. Ach, sie schreibt ja vom Handy aus. Dummer Fehler. Bärtiger! Aber das ist mal wieder klasse. Arkane Magie funktioniert noch, ich bin froh. Ray hat sich gerade vorgemogelt. Rio hat sich gerade vorgemogelt von Nina. Macht doch nichts. Machst du doch öfters. Er beschützt sie doch. Wie ist das noch so? Er ist ein großer, starker Drache. Macht nur knapp 1000 Schaden. Ach nee, etwas mehr. Hm. Und Taros mit zu viel Macht. Ja, das ist immer das Schöne. Ich neige ja auch ab und zu mal zu übertreiben. Egal. So, lass uns mal Ray den Schaden machen. Einfluss. Sechs wird 29 Schaden. Ja, genau, 629 Schaden. Da fehlt noch einer, dann hättest du 630. Boah. Kann man ändern. Moment. Ah, okay. Oh! 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 Wow. Oh ja. Okay, gut. Macht! Er hat mich jetzt aber aus 3, Episode 3. Unbegrenzte Macht! Bam.
Ah, ja. Herrlich. Das macht doch Spaß. Steigen, verwandeln. Also, mal gucken, was ich so als Hybrid werde. Ich schätze mal, was war das? Entweder was Tigerartiges oder. Ich glaube ja, was. Anderes Ding. Du bist was Tigerartiges. Wer jetzt noch hin? Genau, wahrscheinlich. Hängt immer von den Teammitgliedern ab. Also nach Prinzessin ähnlich sieht's nicht aus. Nee, definitiv Ray ähnlich. Ja, definitiv. Ein Tigerdrache. Yeah. Wow. Weiß ja, ich finde Drachen ganz klasse und ich finde Tiger auch gut. Dementsprechend. Jetzt müssten wir Nina noch in ein Tigerkostüm stecken. Oder zumindest anmalen. Bodypainting vielleicht. Weißt du, woran ich gerade denke? Rollentausch, Annie. Mach ich das los. Fühle mich jetzt zu beobachtet, blöde Magie. Naja, solange das nicht dabei ist, wenn du dich gerade umziehst. Und vergiss den Schlüssel nicht. Und Portemonnaie. Und vielleicht noch eine Tasche zum Mittragen. Ich glaube, sie vergisst da nichts. Will ich hoffen. Nicht, dass er nachher sagt, deswegen, warum habt ihr es nicht gesagt? Ich nehme keine Haftung dafür. Definitiv nicht. Tja. Und solange genug Geld im Portemonnaie ist. Ich glaube, da braucht sie sich keine Sorgen zu machen. Naja, mit denen, naja. Wenn du meinst. Weiß nicht. Außer sie vergisst es, aber ich glaube es eher nicht. Naja, ich weiß ja nicht, ob sie ihr Handy noch unterwegs braucht für Musik oder so. Ich weiß nicht, ob sie ihr Handy mitnimmt. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich nochmal ein bisschen stärker werde. Yeah! Ich habe mich gerade umgezogen. Was soll das bedeuten? S-M-O-R-C. S-M-Org, okay. Wo hast du den Smiley jetzt her? Na, ich glaube, ich stelle mal die Zeit an. Dann sehe ich zumindest, wann was geschrieben wurde. Kann ich das zeitlich zuordnen? So. Ich liebe es. Ist verständlich. Ein Hopgo. Hopgoblin, genau. Ray, Tötung stark, bitte. Und ein A. Ach nee, nur 469. 469, nicht durch 3 teilbar. Schade. Da ist schon wieder einer gefehlt. Okay. Davon könnt ihr wohl ausgehen, dass ich Handy mitnehmen werde. Denn sonst muss ich befürchten, dass Tyro das noch als Teleporter nutzt. Und diesen Smiley hat mein Handy ausgespuckt. Auch nicht schlecht. Ich dachte, ich benutze arkane Magie, aber nicht arkane Shift.
Naja, egal. Ist doch auch Magie. Wie man's nimmt. Aber ich glaube, Kevin. Ach, verflucht nochmal. Hallo, hörst du mich? Nö. Hörst du mich jetzt? Nö. Jetzt hörst du mich. Verbindung war unterbrochen. Meine Fresse. War das bei dir oder bei mir? Ich weiß nicht, ich glaube, dass mein Skype einfach einen weg hat. Fertig. Oder das. Gott, Bildschirmübertragung wurde auch unterbrochen. Dementsprechend. Fick dich. Skype, fick dich. Skype, fick dich. Ach, und ich kann die Bildschirmübertragung nicht starten. Ich ruhe. Ich beende mal eben kurz das Gespräch. Bis gleich. Und Cosmo hat geschrieben, ich dachte, du benutzt alles, was Akane nur im Namen hat. Ja, natürlich, jetzt funktionierst du. Jetzt funktionierst du natürlich, blöde Taste. Bei mir hat gerade eine Taste geklemmt. Und ich schnappte mir noch einen Krafutter. So, wurde ich schon angerufen? Ich schau mal nach, wie ich wurde. Nimm mal Anja. Geht doch. Super, klappt ja. So, Bildschirmübertragung gestartet. Gut. Schattenlauf. Schattenlauf, auch gut. Rot. Ah, jetzt kommt wieder die Magier-Sache. Ich weiß nicht, ob du das von den Magiern her kennst. Dass es keinen Magier gibt, der alles kann. Dass jeder Magier immer so ein Spezialgebiet hat. So wie die Altbekannten, die ja jeder kennt. Heilung. Dann gibt es die Elemente-Magier, die immer Elemente benutzen. Und so funktioniert das halt. Ich gehe mal wieder ins Feendorf. Oh ja, sag den Feen guten Tag. Und frag schon mal, ob sie den Grill angeschmissen haben. Für ein Feenschiffel? Ja, wofür sonst? Also, vielen Diadem. So, mal sehen, ob die jetzt wieder verhungern oder nicht verhungern wollen. Ich glaube eher, dass sie jetzt genug Nahrung finden. Zuwachs? Ich würde mich freuen, wenn sie Eier machen. Na, geht doch. Zuwachs bekommen. Und Elfnahrung? Mal schauen. Nee, ich glaube, wenn dann 22 oder 33. 55. Irgendeine Schnapszahl war es auf jeden Fall. Gut, nochmal einen ins Jagen rein. Hab hier eine Schlechtjägerin. Da. Bald. Nee, Dr. K. Nee, Dr. K. K geht in. Auf Reisen, schick die mal auf Reisen. Weil ich glaube, das ist besser, wenn der auf Reisen geht. Oder? Würde ich vorschlagen. Ausflug? Entfernt? Wie? Ja, je weiter weg man ist, desto gefährlicher wird's, oder nicht? Ach so! Ah! Jetzt muss ich das. Gut zu wissen. Eventuell kriegst du ein gutes Item, oder? Möglich. Oder sie stirbt. Wobei die so schlecht ist, dass es für mich kein Problem wäre. Also. Hoffen wir mal, dass das zweite passiert. Und dann kriegen wir eine neue, die vielleicht besser ist. Auf ferne Reisen. Das wäre da mal eine schlechte Nachricht, die gut wäre, oder? So in etwa, ja. Frauenmörder. Bringen wir mal den Frauenmörder um. Ja, das finde ich gut. Drachengott. Ja, vielleicht zwei davon, oh Mann. Diese. Bärtiger. Ich frage mich immer noch, wer sich die Namen ausgedacht hat.
Capcom, Leute? Höchstwahrscheinlich. Also das Witzigste, was ich bisher gehört habe, das waren die Scherze von, ich glaube, Bullfrog war das. Das waren so witzige Scherze dabei. Achso, von dem Breath of Fire 3 Let's Play ist schon zweiter Part draußen, ne? Ah ja, gut, ich habe die letzten Tage mal nachgeguckt, aber habe ihn noch nicht gesehen. Ist wahrscheinlich erst seit gestern oder seit heute draußen. Ja, gestern. Gut. Gestern konnte ich schlecht nachgucken. Da hatte ich was anderes zu tun. So, machen wir mal Aura. Und Nina fährt ab. Aura. 1288. Ist nicht durch drei teilbar. Nee. Auch nicht durch drei teilbar. Aber übertrieben. Ich so, da mache ich die 2000. Ja. Muss mal ganz schnell sagen, ob die Zahl durch 3 oder durch 6 teilbar ist. Oder durch 2. Ja, durch 2 sieht man ja auf jeden Fall. Das geht ja ganz schnell. Bis später. Bis später. Doppelt gemoppelt. Aber egal. So, mal sehen, was die jetzt haben. Konzentrier. Gut. Schnitzen. Macht. Null Schaden. Wow. Ist halt unser Mathe-Genie. Und wieder null. Wenn ihr gerade auf das Rio direkt vor Nina steht. Ja. Und Ninas Schild trotzdem noch Rio eingrenzt. Ist doch super. Beschützen sich beide gegenseitig. Ja. Interessant. Wechsel, kriegt dann ein bisschen Mana. Das ihm wahrscheinlich nichts bringt. 10. So, wollen wir mal Rio in Super Saiyan verwandeln? Wenn ich das überhaupt kann. Geldmäßig, magiemäßig. Ach, bestimmt. Nee. Kaiser geht nicht. Mist. Was kann man denn nehmen? Irgendeine neue Kombination ausprobieren? So, ich habe hier noch gar nicht eine Favoriten, habe ich gemerkt. Dann bringe ich mal eben rüber und dann können wir mal was Neues gucken. Aufnehmen. Tun wir mal das Krieger-Gen nehmen. Dann. Verbessert besondere Merkmale, andere Fähigkeiten, besondere Merkmale. Das, und das, was unter Schwere ist. Das, was da drunter ist. Das Fehler gehen. Mal sehen, was das bringt. Welpe. Ups. Okay. Egal. Ist auch als Welpe stark. Das ist also ein Welpe. 2 Schaden. 8 Schaden, okay. Ärger niemals allwertiger. Wechsel, er kriegt auch wieder 10. Und was kann denn der Welpe? Alles? Welpenhauch. Das war am Anfang so stark. Falls du dich noch dran erinnern kannst. Ja, kann ich. In der Downer-Mine. Ja, ich habe doch das SP gesehen letztens. Dann da erinnere ich mich sowieso dran. Mal sehen, ob das immer noch stark ist. Ja. 32. Wow. Auch so eine schöne Zahl. 2 hoch. 5? Ne, warte mal. Weiß ich jetzt gar nicht. Egal. Auf jeden Fall eine 2er-Potenz. Wow. Okay, denn Welpen sollte man auch nicht verärgern. Ja, 2 auf 5, hatte ich doch recht. Gut. 32. 3, 2, 1. Also, den Welpen können wir vergessen. Ach, nee, echt?
Ich würde keine Klugfrucht nehmen, ich würde eher heilen. Also einmal rausgehen und heilen. Im Camp oder so. Oder gibt es irgendeinen Zauber, der das Mana wieder auffüllt? Über Zeit? Oder eine Rüstung oder ein Ring oder sowas? Gezielter Schlag. Alter. Du solltest dich gleich wirklich heilen. Warte mal, kostet das Heilen überhaupt was? Ja, 32. Wow. Oder 12. So. Machst du mit Auto-Attacks fertig? Oder übertrieben? Ja, jetzt kommt's übertrieben. Genau. Oder doch nicht. Gut. 251. Und 83. Heilen, nicht vergessen. Ich hab doch nie da gerade geheilt. Ich meine auch Mana heilen. Das kann ich erst, wenn ich im Camp bin. Das meine ich ja. Ja, ich will nochmal den Beutel hier gucken. Okay, gut. Wird ja auch was Tolles drin sein. 73. 8, okay. Und Mana-Heilung. 10. Tauschen. Der gibt leider den anderen ab. Ja. Spiegel verteidigt. Ja. 260 und 0. Zero. Wow. Boah, da ist er ja. Fantes Deckel, na super. Hat sich ja voll gelohnt. So, Feendorf, wir kommen. Mit 10 Zenny. Wow, das war ja auch weit weg. Ja. It happens, ne? Und wie sieht's aus? Nichts Neues am schwarzen Brett. Gut. Ja, wir sagen dir schon, was du tun sollst. Wir geben hier die Befehle. Das mit der Nahrung bleibt noch gleich. Du wolltest dich heilen. Fail. Ach ja. Heilung war, glaube ich, links oder oben links? Links. Gut. Ja, wir bleiben ein bisschen. So eine Übernachtung für 10 Zenny. Und Nacht schlaf gut, genau. Nicht gute Nacht, sondern einfach nur Nacht. Ah, ich glaube, ich weiß, welcher Meister noch fehlt. Ich weiß genau, welcher fehlt. Aus dem Schloss, oder? Ja, der Koch. Dann habe ich da noch richtig in Erinnerung. Boah, wie lange ist das Let's Play schon her? Guck auf Backtube, dann weiß es. Nee, danke. Ich will mich mit ihm jetzt nicht anlegen.
Ich dachte, der Backtube wird immer schlimmer. Und ich kriege immer mehr den Drang, auf YouTube aufzuhören. Ja, was glaubst du, warum ich das nicht mache? Mich findet man in den sämtlichen Projekten nur noch als Co-Kommentator. Oder als Mitmacher oder Mitgestalter oder als Aufpasser oder was auch immer. Ich bin mal gespannt, was Cosmo dazu sagt. Ich auch. Mal schauen. So. Willst du noch eine Drachenform ausprobieren oder wie ist das? Oder erstmal bei den alten bewährten bleiben? Oder warte mal, ich glaube, ich habe eine Idee. Ich kann ja mal eben gucken, ob ich da noch die Infos finde. Mit passenden Drachenformen. So. Ich gucke einfach mal nach. Okay. So, und ich mach dann mal konzentrieren. Nina macht Kriegsruf. Hoppala. Ah, interessant. Erstmal eine Liste, wo welches Drachengen zu finden ist. Das Schöne ist, wir brauchen die Liste nicht, wir haben alle. Ja. 1316. 1316. Nicht durch 3 teilbar. Gut. Ja, es gibt ja eine ganz einfache Möglichkeit, das herauszufinden. Naja, wäre es 12 und 12, dann würde das wahrscheinlich eher gehen. Wundergehen, Eldrich gehen und Donner gehen. Was das wohl bringt? Keine Ahnung. Was für ein Gehen? Wunder, dann Eldrich und Donner. Und Donner. Wahrscheinlich ist das wieder so ein Welpen-Kombo. Behemoth. Wow, okay. Yo. Ach, hat nicht ganz so viel Leben. Ich glaube, der hat ein bisschen zu viel getrunken, so blau wie der ist. Okay, gut. Und da kann die typischen Donnerattacken. Plus die Heilungssachen. Auch gut. Meteorschlag? Wow. Und Blitz hat ja auch noch Ansturm. Ansturm müsste grell sein. Naja. Donnerhauch. Yo. Ups, die Gegner waren weg. Ach ja. Schock gerestet. Boah, Elektro gegrillt. Mhm.
Vielleicht sollte ich gleich auch nochmal reingucken, was man da noch für eine Möglichkeit hat. So. 227. Ihn auch ein 1 Ausschlag. 185. 141. Das 141 ist durch 3 teilbar. Das passiert nichts. Also 141 war durch 3 teilbar und dadurch auch. Ja. Interessant. Hallöchen, Beutel. Wir haben den Beutel gefunden und holen uns ihn gleich, nachdem wir einen Spiegel kaputtgeschlagen haben. 364. Durch 2 und durch 4 teilbar. Ja, aber nicht durch 3. Nee, leider nicht. Weiter geht's. Genau. Oh, und da ist der Beutel und wir kriegen ihn nicht. Auf einen. Noch nicht. Gut, weiter geht's. Was ist denn da jetzt? Jetzt. PSX, ich sehe nichts. Ah, jetzt sehe ich wieder. Jetzt sehe ich es wieder nicht. Verstehe. Also ich sehe nur noch den Schriftzug und jetzt sehe ich es wieder. Gut. Gerade eben habe ich nur Schwarzbildschirm gesehen. Okay. Bei der Übertragung. Aber es ist nicht ganz so schlimm. 100, wow. Hast genau schlagen. Multivit. So. So, ich werde noch einmal mich hier umschauen. Ins Feendorf gehen und dann nochmal bei Dice nachgucken. Okay. Ja, stimmt ja, die Meister ja mal wieder. Ist immer noch doof, dass die Feen gestorben sind. Du kannst es nicht ändern, es ist passiert. Was hast du jetzt für eine Combo gewählt? Wahrscheinlich wieder den Kaiserdrachen, den vorhin. Ach so. Okay. Der goldene Rio. Super Saiyajin. Mach dich so eine Lärmflasche. Gut gemacht, Ray. Aber ich finde, Ray klingt wirklich falsch. Bei Ray. Ja, ich finde, Ray klingt besser. Aber wenn man Nina jetzt Englisch ausspricht, wie wird das dann ausgesprochen? Keine Ahnung. Nina? Heulen wir mal durch die Gegend. Heulen! Was ist zum Heulen? Och, der eine ist verwirrt. Ja, der andere ist durch Nina nicht mehr verwirrt. Kaiserhauch und... Wow! Du musst nicht gleich vor Schränken Flasche umschmeißen. Ne, die haben nicht umgeschmissen. Ich bin nur mit einer Flasche gegen die Flasche gekommen. 330 Zenny ist durch 3 teilbar. Gut. Aber das war ja nicht schwer. Das wäre dann nicht zufällig 110 gewesen. Deswegen ja, es ist nicht schwer. Ach ja.
Aua. Ich habe eine Zeit lang wieder keine Schmerztabletten genommen. Schon merke ich, wie man mein Steißbein. Ist jetzt aber nicht schlimm. Das ist halt nur so. Aua, Bemerkung. Okay, ich merke da was. Ja. 172 durch 4 teilbar. Ja, war schon nice, dass ich dann am Motor wieder nochmal sitzen konnte. 189 durch 3 teilbar. Wow. 75. War, glaube ich, und auch. 165. Ein mehr und es wäre teilbar gewesen. Meine ich. Stimmt. 75 wäre, glaube ich, teilbar. Nee, 75 auch nicht. Doch, 75 müsste teilbar sein. Durch 3. Ist ja eine 15er Zahl. Dementsprechend muss das sein. Aber 175 leider nicht. Da ist eine 1 zu viel. So. Ach, die mal wieder angreifen. Auto Attack. 2-4-2. 7-5, teilbar. 1-4-3. 1-3-4 meine ich. 4. Ist nicht teilbar. 196 ist aber teilbar durch 3. Nein, 196 ist nicht teilbar durch 3. 196. 96 ja, 196 nein. Weil da hast du eine ungleiche Zahl. Das passt nicht. Die Zahl muss ja Quersumme 3 haben. Oder Quersumme durch 3 teilbar. Ich hoffe, der Ventilator stört nicht irgendwie. Du hast den Ventilator an? Ja. Okay, gut. Ach, ich sollte mal gucken, ob noch irgendwas im Chat los ist. Ah, ne, nix los. Ich suche mal eben noch eine gute Combo raus, die man mal ausprobieren könnte. Okay. Ich war mal über... Was ist denn mal ein Schattenfusion und Mutant? Kombiniert. Schatten, Fusion, Mutant. Was das wohl bringt. Wäre bestimmt komisch. Lass mal gucken. Und da kommen dazu nochmal an, die Teste. Schatten, Fusion und Mutant. Hand und Fusion. Sieht bestimmt witzig aus. Hybrid. Ah, das übliche halt. Wahrscheinlich haben wir die auch schon. Wirklich. Ja. Nichts Besonderes. Nur durch zwei teilbar dementsprechend. Nichts Besonderes. Eiweiß. Und deswegen suche ich immer nach dem Beutel, weißt du? Weil Eiweiß ist klasse. Erhöht Spielabwehr. So, wollen wir noch mal ins Fehlendorf gucken, oder? Ja. Und wie immer, das Feendiadem, oder die Blumenwiese, reagiert auf das Feendiadem. Ja. Aber ich frage mich, wie man das ohne Fehlendorf richtig machen kann, oder machen sollte. Weil durch das Feendorf kriegt man so viele gute Vorteile. Jupp. Allen voran 10 Sandy zum Schlafen. Neue Geburt.
Wenn ich nicht mal was tue, setze ich bestimmt Fett an. Dann lass sie doch gleich jagen. Oder mal gucken, was sie für Stärken hat. Ja, guck ich ja. Oha. Futter ist gut gerade. Dann lassen wir sie doch in den Shop oder so. Weil ich glaube, spielen brauchen wir nicht. Waffenshop. Okay. Wollen wir da mal vorbeigucken? Was passiert eigentlich, wenn die mehr haben? Die im Waffenshop. Kriegen sie schneller und vielleicht auch bessere Sachen. Ach so. Was steht da nochmal geschrieben? Kann ich nicht ansprechen. Ach so. Gut. Ich glaube, die haben noch nichts Besonderes. Hallo, hier ist euer Geschenk. Ihr kriegt Zäpfen. Was ist das? Zäpfen? Irgendein Item Angriffszauber. Ach so. Okay. Ja. Ja, wir sind das Beste vom Besten. Ja. Wie du meinst. Dementsprechend natürlich auch teuer. Ach so, ich wollte ja meine Rüstung mal checken, was die genau für Wirkung jetzt hat aktuell. Wo sieht man eigentlich die Feen, die auf Reisen sind? Kann man die auch noch ansprechen oder geht das nicht? Erhöht Kraft. Stiebel. Hm? Die Feen, die auf Reisen sind. Kann man die irgendwie ansprechen oder wie ist das? Die auf Reisen. Ja. Du hast ja die eine nach weit entfernten Orten geschickt. Da muss ich jetzt mal gucken, wenn die da überhaupt da ist. Da nicht? Vielleicht im anderen. Wenn sie da nicht zurück ist, ist sie nicht da. Ach so. Aber ich habe auch keine Nachricht gekriegt, dass sie zurück ist. Also von daher ist sie noch weg. Ach so ist das. Du kriegst eine Nachricht dafür. Hm. Interessant. Das schwarze Brett, wo alles Wichtige dran steht. Dem Haus ist auch immer noch was, wenn ich da was eingelagert habe. Da kannst du Sachen einlagern. Also ich meine, hätte hier so eine Fee, die arbeitet. Ach so. Das erste Gebäude, was man hat. Ach ja, stimmt ja. So war das ja. Mit die Nahrung auf 99, ich glaube. So schnell muss ich mir keine Sorgen machen. Ne, ich glaube, jetzt läuft's wieder einigermaßen.